Servus Leute und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Video 7 Days Since Grand Cross. Wir haben Montag, das heißt, wir haben mal wieder die Update-Vorschau vor uns. Und zwar soll das ganze Update von 9 PM bis 11:30 PM gehen. Das heißt, das Ganze sollte bei uns um 8.30 Uhr morgen früh fertig sein. Und das Update sieht wie folgt aus. Wir bekommen endlich mal wieder ein neues Kapitel von Ragnarok. Und zwar hier das Kapitel 3, das natürlich in Verbindung hier mit einem neuen Charakter, für den man dann auch ziehen kann. Das Ganze wird freigeschaltet, das dritte Kapitel, wenn man das zweite Kapitel Episode 50 erledigt hat. Und natürlich die 100% im dritten Kapitel kann man wie immer erst erledigen, wenn das Kapitel 4 draußen ist. Das heißt, wird wieder irgendwo bei 90 bis 98% oder sowas stoppen und erst wenn Kapitel 4, also Kapitel 4 draußen ist, könnt ihr Kapitel 3 zu 100% abschließen. Genauso ist es ja jetzt gerade mit Kapitel 2. Das heißt, Kapitel 2 ist auch noch nicht zu 100% abgeschlossen. Erst wenn dann Kapitel 3 kommt, kann man Kapitel 2 zu 100% abschließen. Dann haben wir hier noch mehr Stories von Grimnirs Buch. Okay, nimmt man so hin. Dann haben wir hier den neuen Charakter und zwar Valkyrie Megelda. An sich, ja, hat sie hier Verstärkungsschaden als Angriff, man kann mit ihr heilen. Sie sollte, denke ich mal, eigentlich für den Vogel da gewesen sein. Aber wie ich finde, ist der Schaden von ihr nicht ganz so gut wie der von... wie heißt die grüne Frau aus Ragnarök? Ich hab's mit dem Namen von denen nicht so. Aber ihr wisst, wen ich meine, die auch Power Strike Karten hat und deren Ulti die... Das ganze Team halt, die ist auf jeden Fall ein ganz Stück, wie ich finde, besser als das hier. Dann haben wir eine neue Merlin am Start. Dann haben wir ein paar neue Events. Wir haben ein Lionel Festival. Wir haben Boss Battle Returns, das heißt Lamek und Purinpu kommen wieder. Und wir haben natürlich das Kapitel 3 der Ragnarok Story. Dann haben wir natürlich wie immer ein Battle Event vor Zolgus. Zwei Diamanten der Spielen, so wie immer. Dann haben wir natürlich die neuen Kostüme für die neue Valkyrie, Magelda. Und dann haben wir hier neue Bundles. Und zwar, da es ja jetzt bis Stufe 90 geht, denke ich mal, war das letzte Player Rank Up das 6er. Jetzt kommt das 7er dazu. Ich denke mal, das ist für 43,99 € oder sowas. Kriegt man hier 250 Gems. Denke mal, da sollte sich am Preis nichts geändert haben. Das heißt, man bekommt hier eigentlich fast für die Hälfte des Geldes das gleiche, wie wenn man das Ganze jetzt für das doppelte Geld normal auflädt. Ist ganz in Ordnung, aber trotzdem viel zu viel Geld, um das natürlich hier wirklich auszugeben. Ich werde es wahrscheinlich irgendwann ausgeben, klar, aber ich bekomme ja einen Großteil davon durch YouTube zurück. Aber erst seitdem ich natürlich auch YouTube-Partner bin, das heißt, im Gesamten bin ich immer noch vierstellig im Minus, easy. So viel Geld wirft nämlich YouTube mit nur 1800 Abonnenten nicht ab, aber das ist ein anderes Thema. Dann sehen wir hier nochmal die Bundles, wie die heißen. Dann haben wir Black Friday Promotion Bundles. Vielleicht ist ja in so einem Black Friday Promotion Bundle irgendwas Interessantes drin, aber ich gehe mal stark davon aus, dass sie hier nichts Sinnvolles reingemacht haben. Dann dieses System-Update. Klar, wir bekommen natürlich das Gravieren für den neuen Charakter. Wir bekommen neue heilige Relikte, einmal für diese 5 Merlins. Das finde ich ist tatsächlich nicht ganz so krass. Und zwar werden hier einfach die maximalen HP um 100% vom Angriff der beiden Merlins gesenkt. Das heißt, keine Ahnung, ihr habt mit einer dieser Merlins 19.000 Angriff, dann werden die maximalen HP um 19.000 reduziert, was natürlich bei einem Purgatory Barn, der, keine Ahnung, am Schluss zwischen 500 und 800.000 HP hat, macht das halt eigentlich keinen Unterschied. Wobei die grüne, blaue und rote Merlin ein ziemlich interessantes Artefakt bekommen, wie ich finde. Und zwar machen damit unbekannte Rassen 35% mehr Schaden. Das heißt, Problem ist, man kann es halt nicht mit Lolly Merlin spielen. Denn dann wäre es wahrscheinlich zu krass. Man könnte sich dann Ram hinten reinstellen. Merlin und Merlin, das wäre natürlich krass, da hätten wir 20% durch Ram, 35% durch die, aber da wir eine Merlin drin haben, können wir dann Lolly Merlin nicht benutzen. Aber dafür haben wir natürlich dann andere unbekannte Rassen, die von dem Damage Boost ein bisschen profitieren. Aber ich denke mal, dadurch, dass man Lolly Merlin hier nicht im unbekannte Rassenteam dann benutzen kann, weil man Merlin reintut, ist dieses Artefakt zwar sehr gut, aber schwer nutzbar im PvP. Denn ich denke mal, nur mit Emilia oder sowas wird es schwierig, ohne Lolly Merlin ein Team zu machen. Eventuell kann man das in Verbindung mit dem neuen Festival Golfer, der ja auch unbekannte Rasse ist und ein bisschen Schaden macht, kombinieren. Aber an sich
müssen wir warten, bis andere unbekannte Rassen kommen, die sehr, sehr stark sind, damit dieses Artefakt hier einen großen Sinn ergibt. Dann haben wir ein paar neue Titel. Constellation of Sloth. Okay, ja. Scheint aber keinen Effekt zu haben. Und jetzt kommt was Interessantes, und zwar, wenn ich das richtig verstehe, kann man jetzt, wenn man den Floor 1 geschafft hat und beim ersten Versuch nicht zum Beispiel den Floor 2 packt, muss man nicht wieder von vorne bei Floor 1 anfangen, sondern man kann jetzt mehrfach versuchen, einen Floor zu clearen. Und dann haben sie im zweiten Stockwerk Phase 2, da haben wir ja den Vogel, der sozusagen immer, wenn wir kein Verspotten auf uns drauf haben, also sobald keiner im Team Verspotten drauf hat, ist es ja immer so, dass wir einen dicken One-Shot kassieren. Und da war das Blöde, dass es natürlich eine Passive gab, die Buff-Cancel hieß. Das heißt, am Ende seiner Runde hat er immer alle Buffs von Gegner runtergenommen. Das heißt, man musste jede Runde, wenn man diese Passive erwischt hatte, musste man einfach jede Runde einen Verspotten reinhauen, wie bei der grünen Diane oder halt eben auch bei Matrona, wo es eigentlich schon auf Bronze für 3 Runden hält, musste man das hier dann für jede Runde haben. Bei der blauen Derrieri ist es nicht ganz so schlimm, denn dort hält das auf Bronze ohnehin nur eine Runde. Das heißt aber, da muss man sowieso dann für jede Runde was haben oder halt einen höheren oder halt einen goldenen Buff. Goldenen Stance, also okay, es ist ja kein Stance bei denen, es ist tatsächlich nur ein Buff. Aber das haben sie jetzt abgeschafft, das heißt, ab jetzt gibt es diese Passive vom Boss, also vom Vogel nicht mehr. Das heißt, es kann nicht mehr passieren, dass ihr euch einen Verspotten reinhaut, der das am Ende seiner Runde cancelt und ihr dann für die nächste Runde keins habt und dann eventuell, wenn ihr ihn nicht direkt downhaut, sterbt. Dafür gibt es jetzt eine neue Passive, wenn ich das richtig verstehe. Und zwar tut er damit den Angriff und die Verteidigung um 5% reduzieren am Ende jeder Runde. Das Ganze für 5 Runden. Das heißt, hier sollte man dann jetzt wahrscheinlich drauf bauen, die zweite Phase vom zweiten Stockwerk innerhalb von 1-2 Runden zu legen, damit man hier nicht zu viele Stats einbüßt. Denn wenn wir zu viel Defense einbüßen, bekommen wir natürlich mega auf die Fresse. Und wenn wir zu viel Angriff einbüßen, machen wir halt keinen Schaden. Aber da man ja meistens sowieso versucht hat, den Floor 2, Phase 2, möglichst schnell zu erledigen, denke ich mal, ist das auf jeden Fall eine enorme Verbesserung zu dem hier. Dann haben sie hier ein paar Einstellungen verändert. Wenn ich das richtig verstehe, ist es einfach nur, dass man ja sozusagen vom World Free Tower, wo man sich Sachen teilweise auch für die Relikte erfahren sollte, also ich denke mal, das ist auch das Sinnvollste, dass man das rauskauft, war es ja so, dass die schwierigste Stufe ganz unten war. Jetzt haben sie das Ganze umgedreht, dass die schwierigste Stufe ganz oben ist. Ich glaube, mehr hat das hier nicht auszusagen. Wenn ich mich da irre, müsst ihr mich leider verbessern, aber anders verstehe ich das nicht. Dann haben sie das Limit, wenn man Freunde entfernen will, von 10 auf 30 erhöht. Das heißt, davor konnte man maximal 10 Freunde an einem Tag aus seiner Freundesliste entfernen. Jetzt kann man alle 30 entfernen oder insgesamt 30. Man glaubt, man kann mittlerweile mehr als 30 Freunde haben, weil es ja bis Stufe 90 geht. Aber damit habe ich mich noch gar nicht auseinandergesetzt. Das sind über 45 Freunde. Ah, ich komme da durcheinander. Auf jeden Fall habe ich meine Freundesliste auch mal aufgeräumt. Das heißt, ich habe da wieder Platz. Ich schaue mal, dass ich im nächsten Video, wenn ich es nicht vergesse, den Freundescode von mir im Video zeige. Und natürlich die ersten, die mich adden, werden angenommen. Also wer zuerst kommt, mal zuerst, ganz einfach. Und ansonsten ist hier tatsächlich nicht mehr viel. Hier haben wir natürlich noch die ganzen Events und Bundles, die enden. Das heißt, das ganze King of Fighter Update endet mit dem nächsten Update. Und wir bekommen dafür halt das Kapitel 3 des Ragnarök Updates. Und ansonsten ist hier tatsächlich nicht viel. Aber immerhin, wir bekommen endlich mal wieder neue Story. Das ist das, was die meisten sich immer wünschen. Ja moin, jetzt habe ich zu viel rumgeklickt. Und dann soll es mit dem Video auch schon wieder von mir gewesen sein. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich natürlich wie immer über einen Daumen nach oben freuen und ein Abo. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut.